Der Iveco Daily. Er sieht aus wie 4x4 wahrscheinlich, ja. Und er ist wunderschön. Allein hier das zu sehen, was hier gemacht worden ist, ja. Von außen, wenn man davor steht, das ist der absolute Oberhammer. Wir sind am Stand von Bimobil, einer der Top-Ausrüster für Reisemobile, wo es mal ein bisschen holpriger zugeht. Von ganz holprig bis leichte Wegstrecken oder etwas schwieriger Wegstrecken. Hier ist der Geschäftsführer, der Stefan. Grüß dich, Stefan. Ja, hallo, grüß dich. Ach, die Farbe ist so schön. Ja, wobei unser eigenes Fahrzeug ist hellgrün. Ich fahre selber diesen Grundriss. Aber wie gesagt, Bimobil muss auch Farbe haben. Nicht nur ein lebhaftes Steingrau à la Uli Stein oder Loriot war das. Nein, das darf auch gerne mal Farbe zeigen. Guck mal hier vorne, da ist doch jeder Mann. Also ich gucke mal unsere Videos, die werden geguckt zu 86% von Männern, 14% Frauen, zumindest mal im Wohnmobilbereich. Und das kann auch jeden Mann absolut begeistern. Ja, ganz viele Männer schauen unseren Autos auf die Füße. Das erinnert mich immer so an was. So, der ist nicht neu, ihr habt den schon geprobt? Den haben wir aber geprobt, ja. Ich fahre selber noch das Vorserienmodell, wobei wir letztes Jahr 4 Wochen in Russland waren und da waren schon 2 von den aktuellen Modellen dabei. Und das neueste Daily 4x4 Modell ist etwas mehr straßenlastig, ein bisschen weniger Offroad, ist aber ein perfektes Fernreisefahrzeug. Die Fahrzeuge sind langstreckentauglich. Ich kann auch mal schnell irgendwo 1000 Kilometer am Tag runterrutschen, wenn ich mal irgendwo ein Land durchqueren muss wegen Visum oder einfach nur Strecke machen will. Und die Dinger sind wirklich auch hochgeländegängig. Ich zeig's mal gerade, das ist übrigens auch ein Daily. Ja? Die sind unglaublich beliebt im Luxussegment auch noch, weil sie sehr leicht sind. Das heißt, das Thema Leichtbau ist für euch ganz wichtig. Ich glaube, ein perfektes Reisemobil für Offroad muss leicht sein. Muss leicht sein, weil wenn ich 20, 25 Tonnen habe, die sinken mir natürlich im weichen Untergrund viel schneller ein. Und die zu bergen ist auch wahnsinnig schwierig. Nein, ein leichtes Fahrzeug ist was Wesentliches, wenn ich Fernreise fahre und wenn ich vor allen Dingen ins Gelände gehe. So, das hier ist wahrscheinlich kein optisches Produkt, nein, sondern das funktioniert. Ein Schäkel, der serienmäßig bei dem Daily Allrad mit dazukommt und da kann ich 3,5 Tonnen ziehen. Die Front ist serienmäßig, die drauf ist? Die Front ist serienmäßig und das ist Stahl. Nochmal bitte. Das ist Stahl. Das ist eine Stahlschürze. Da hat einer ja mal zugehört, oder? Ja, da kann man auch mal ein paar Büsche wegdrücken mit dem Auto. Da kommen wir mal auf das Thema Unterbodenschutz. Wenn ihr die Fahrzeuge ausliefert, gibt es da verschiedene Optionen oder wird der Rahmen von euch nochmal lackiert? Wie macht ihr das? Nein, wir bieten für unsere Kunden ein Wachs von dem Rahmen an, dass man den halt einfach nochmal konserviert. Weil auch, ich meine, wenn ich am Meer am Strand fahre, dann habe ich Salz und Sand und so weiter. Das ist was ganz Wesentliches, dass man das Fahrgestell von unten nochmal, wie gesagt, schützt. Ja, ihr seid ganz große Fan von Mercedes-Benz, Fans von Mercedes-Benz, aber jetzt Iveco. Ich fahre ihn, das ist ein Nutzfahrzeug, der funktioniert, oder? Das ist ein Nutzfahrzeug, das funktioniert, ja. Ist nicht ganz so komfortabel zu fahren wie ein Sprinter, aber ist einfach extrem universell. Ich gehe mal kurz auf die andere Seite, dass man das mal sieht. Bevor wir das nämlich verraten, was wir eben schon gesehen haben, 70, 180, das ist wahrscheinlich 180 PS. 180 PS und 7 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Automatik? Ja, die 8-Gang Heimatik von Iveco, ein hervorragendes Automatikgetriebe, ein Automatikwandler, fährt sich wunderbar weich. ZF. Ist auch in manch einer Luxus-SUV zu finden, dieses. BMW hat es drin, ja, und ich habe es auch drin. Es fährt. Also, das ist gut verkauft und funktioniert hervorragend. Kann auch wirklich hohe Leistungen übertragen. Ja. Das Auto hat noch eine Untersetzung von ungefähr 1:2. 1:2. Das heißt, ich kann also nochmal die Gänge halbieren und dann kommen damit auf 16 Gänge. Und da muss man sagen, dass man schon extrem gut aufgestellt. Ja, es fährt sich auch unglaublich weich. Das heißt also, man hat das Gefühl, überhaupt nichts mehr machen zu müssen. Das heißt, es passt gut zueinander, das Getriebe? Das passt richtig gut zueinander. Ich bin ja noch so der klassische Schalterfahrer, aber bei dem Heimatik muss man einfach sagen, da muss ich passen, das Ding ist besser als ich. Wenn du mal kurz mal zu mir kommst, Stefan, dann schauen wir uns das Fahrzeug mal komplett an, weil die Leute immer sagen, ich will es mal komplett sehen. Ja. Ihr seid mit wie vielen Leuten unterwegs bei euch in der Firma? Die Mitarbeiter insgesamt? Ja, insgesamt. Wie viele Leute habt ihr? Also wenn man noch die Teilzeitkräfte mit dazu nimmt, sind wir 80 Leute. 80 Leute. Da kann man stolz sein, oder? Auf so einen Stand? Absolut. Ja. Sind wir auch.
Die Fahrzeuge, die verkaufen sich von selbst. Marketing ist quasi nicht mehr notwendig, denn da, wo sie stehen, erregen sie für Aufsehen. Und die Leute erzählen einem auch freiwillig die Geschichte ihres Fahrzeuges. Das ist so, ja. Das war aber auch immer schon so. Das heißt, dieses Erzählen auf dem Campingplatz, das Erzählen, wenn man sich irgendwo trifft, das ist, ja, davon lebt Bimobil. Wir machen natürlich hier und da mal eine Werbung in der Zeitschrift und ein bisschen was im Internet. Aber der Hauptmultiplikator ist wirklich der Kunde, der unterwegs ist und erzählt, was er mit seinen Autos macht. Ja, da gibt es die einen oder anderen, die haben einen YouTube-Kanal, die stellen auch noch die Reisen ins Netz, die werden unglaublich gern geschaut. Ja. So die Sucht nach Freiheit. Ich bin ja Halbamerikaner, da ist das Thema Camping und Reisen ja schon sehr lange unterwegs. Ist der Vorteil, die Öffnung von Europa, die hat euch ja unglaublich in die Karten gespielt. Absolut. Dass man absolut. Also dass man auf dem Landweg von hier bis weit nach Asien fahren kann, ohne erst auf die Fähre zu müssen, das ist phänomenal. Auch die Fähren mit dem Roll-on, Roll-off, auch das Fährenfahren ist kein Hexenwerk mehr. Das heißt, ich kann auch wirklich den Kontinent mit dem Auto gut und auch bezahlbar wechseln. Ja? Also die Welt ist offen. Wird leider ein bisschen kleiner aufgrund der einen oder anderen politischen Problematik, die weltweit herrscht. Aber generell ist die Welt sehr, sehr offen und wirklich schön zu bereisen. Ja, was ganz sexy ist, ist hier der Anschluss. Was ist das für Material? Das ist ein GFK-Spoiler, das heißt der Alkoven. Wir haben Aluminium-Sandwich, Aluminium-Außenhalt von der Wohnkabine insgesamt. Der Alkoven ist freitragend und das ist nur ein GFK-Spoiler, der halt die Verbindung Fahrerhaus-Wohnkabine abdichtet, dass kein Wasser reinläuft, dass kein Staub reinkommt und dass auch es etwas leiser im Fahrerhaus ist. Das Zugfahrzeug gefällt mir gut. Also ich muss es mal ganz ehrlich sagen, obwohl meine Meinung ja nichts dazu zu geben hat, aber es ist wirklich scharf. Das ist ja mein Reifen, ne? Ja, wobei da sind wir immer noch nicht ganz glücklich mit den Reifen. Warum? Weil das ist eine 19,5 Zoll Felge und mit der 19,5 Zoll Felge kriege ich nur Traktionsbaustellenreifen dieser Art. Das ist für eine Fernreise ein perfekter Reifen. Wenn ich jetzt aber wirklich Offroad fahren will, ja, reicht es noch nicht. Wir arbeiten gerade an einer Aluminium 20 Zoll Felge, wo ein 37 Zoll, 13,5 Breite, 20 Zoll Reifen, Offroad-Reifen draufkommt. Das wird im Laufe des nächsten Jahres zu erwarten sein. Und das Fahrgestell, das kommt ab Werk mit der Felge? Das kommt ab Werk mit der Felge. Die 19,5 Zoll ist Serie, die 20 Zoll wird eine Option sein. So wie wir es im Vergangenen schon mit 18 Zoll gemacht haben, machen wir jetzt mit 20 Zoll. Ich zeige es mal gerade, da vorne ist die etwas kleinere, das ist die Serienfelge. Die ist wesentlich größer. Ja, Mensch. Thema Service, Iveco weltweit? Außer Nordamerika, wobei Nordamerika sowieso eine andere Philosophie hilft, mit wem ich helfe oder nicht. Das heißt, das müssen wir von uns aus unterstützen. Ansonsten ist Iveco sehr gut aufgestellt, genauso wie Mercedes. Und auch wir, für uns ist es immer ganz, ganz wichtig, dass wir unseren Kunden, wenn die wirklich irgendwo ein Problem auf der Welt haben, dass wir helfen können. Und wir haben auch gerade mit Iveco auch sehr, sehr gute Beziehungen zu den Entscheidern. Das heißt, wir konnten auch jedem Kunden helfen, der irgendwo ein Problem hat. Wobei das ist eine Sache, die wir Gott sei Dank sehr selten machen müssen. Mein Nachbar ist Stützpunkthändler von Iveco. Das erleichtert mir den Vorteil beim Daily-Fahren. Ja. Ach, guck mal hier, die Schweißnaht. Ja. Ihr könnt sogar schweißen? Ja, wir können auch schweißen. Wir haben auch einen extra Tank entwickelt für das Fahrzeug. Wir bieten einen Aluminiumtank 200 Liter an. So, ich liege jetzt hier komplett auf dem Grund und putze mal gerade den Boden hier. Aber allein dieser Tank, der Schwerpunkt ist optimal? Schwerpunkt ist optimal, es ist tief. Es ist nicht tiefer als der tiefste Punkt vom Fahrzeug, sodass wir also von der Bodenfreiheit nichts verlieren. Rampenwinkel bleibt gleich. Und ich habe halt eine Reichweite von einer Größenordnung 1000 Kilometer. So, das Fahrzeug war im Betrieb. Meine Frage, wie werden die so sauber für eine Messe? Ja, da gibt es so Hersteller von Dampfstrahlern. Das funktioniert ganz gut. Und ansonsten lassen wir sie putzen für die Messe, dass sie nochmal extra schön sind. Aber ein Bimobil im Einsatz darf auch staubig sein von außen. Auf keinen Fall von innen. Ja, weil ich habe natürlich mit Eigentümern gesprochen, die Fahrzeuge mal zur Leihgabe gegeben haben. Die freuen sich immer, wenn sie zurückkriegen, sehen sie so viel aus wie ab Werk. Die putzen in jedem. Was ist da drunter? Ich denke, es ist zu, aber das ist einfach Stauraum. Ja, okay. Da das auch zu? Für schmutzige Sachen. Ja, die waren leider fleißig.
Ja, ich glaube auf der Seite. Das ist nochmal Zugriff zum Stauraum, den sehen wir von der anderen Seite. Ja. Das ist der Stauraum unter dem Stockbett. Okay, das heißt, ich kann entsprechend durchladen. Genau. So, wir waren gerade bei dem Möbelhaus. Ihr habt für die Messe ausnahmsweise mal eine Kiste aus dem Möbelhaus geholt. Ja, wir kennen das Möbelhaus auch. Ansonsten hat das Fahrzeug nichts damit zu tun. Definitiv nicht, nein. Wenn wir die Leute sagen, ja, ihr habt es gesagt, da steht die Kiste. Ich habe sie übrigens selbst im Einsatz, die Kisten. Ja. Sind nicht sehr stabil. Nein. Nicht draufsetzen. Ja, Gasdruckfedern von Alco. Ist das gut, Alco, für euch? Ja, absolut. Das funktioniert. So, das heißt, ihr schweißt hier alles auch selber? Das heißt, den Rahmen, Rahmenaufnahmen, Verlängerungen, alles? Also den Zwischenrahmen lassen wir zuliefern, aber nach unserer Zeichnung und Entwicklung. Nicht, dass wir es nicht könnten, sondern es ist einfach wirtschaftlicher, wenn man sowas extern vergibt. Aber wie gesagt, es ist unsere Konstruktion und unser Know-how, was da drin steckt. Die Schürzen unten, die Riffelblechverkleidung, die werden alle bei uns im Haus gemacht und geschweißt. Also man kann es nicht so richtig sehen, aber das ist so... Es schimmert so genial in diesem Hellblau stark. Also es passt wirklich unglaublich gut und das sind so ganz kleine Elemente, wenn man die entsprechend absetzt, da gucken die Leute schon mal eine halbe Stunde nur aufs Riffelblech. Ja, absolut. Wenn da natürlich die Sonne drauf scheint, dann ist es richtig schön. Wenn man da noch die passende Landschaft außenrum hat, gibt es ein tolles Foto. Was ich dann mal wieder nachts ins Büro kriege, wo ich mich super drüber freue. Es riecht nach Holz, es riecht nach Möbelbau, also es riecht richtig angenehm. Ich sag immer, ein Bimobil kann man von der Stunde Null an bewohnen. Es muss nicht erst ausdunsten. So, da vorne, da ist auch nochmal ein Einlass, wenn du den mal wegnimmst. Die Leute interessieren sich immer, wenn da irgendwelche Löcher sind, wenn das wegzunehmen ist. Selbstverständlich ist das wegzunehmen. Da ist die Verrohrung so ein bisschen. Genau. Abwasser und da ist auch nochmal Frischwasserablasshahn dahinter. Und da komme ich nochmal an die Schläuche vom ganzen Wasser dran. Prima. So, gehen wir nochmal das Heck. Ich bin schon sehr, sehr gespannt auf diesen Grundriss. Mal mit. Bitte, darfst du. Sagen. Wir haben hier in dem Fall, wir schauen uns das gleich von innen an, Stockbetten. Das heißt, das ist ein Vier-Personen-Fahrzeug, wo hier die Fenster für die Stockbetten sind. Das ist aber ein Grundriss, der sehr variabel ist und auch von Pärchen genommen wird oder von Leuten wie wir selber, Kind und Hund. Sprich, wir haben hier schon eine große Klappe gemacht und Fahrradgarage. Ein Bett für Nachwuchs oder Enkel und Fahrradgarage. Bei uns fahren hier unsere beiden Hunde mit. Und oben haben wir ein Bett. Also diese Ecke ist bei dem Grundriss extrem flexibel und wird immer wieder angepasst. Große oder kleine Hunde? Wir haben tschechoslowakische Wolfshunde bzw. Wolfshund-Mix, also etwas größer als ein Schäferhund. Ich würde sagen, zählt als Hund. Ganz viele Leute, die reisen, haben Hunde. Das ist so und das ist auch ein Grund, warum sie reisen, denn die Hotels und Co., so ein Hund, das ist ein Familienmitglied, was in Hotels nicht so gern gesehen ist. Richtig, aber gerade wenn ich Fernreisen mache, ein Hund ist Sicherheit, Hund ist Familienmitglied, Hund gehört einfach dazu. Zeig mal gerade die Optik von ganz hinten, dass man das mal sieht. Ganz reduziert. Wir fahren bewusst so ein bisschen Understatement. Ja. Weil man steht ja auch mal in armen Regionen und wir wollen nicht so sehr protzen und zeigen, was es kostet, sondern ich muss ja auch mal irgendwo in einer Dorfbevölkerung irgendwo im fernen Ausland willkommen sein. Wenn du mal gerade so lieb bist, hier mal aufmachst, dass wir da mal kurz reinkommen, wenn es geht. Ja, ihr habt ein Sicherheitskonzept, hier ist kein Eingang. Eingang und Ausgang habt ihr hier, das dürfen wir mal kurz brechen. Aber das Thema Masken, wir filmen ohne Maske, wir halten Abstand. Das ist abgesprochen mit der Messe, Filmteams dürfen das, wenn Leute drunter schreiben. Aber wir halten wirklich Abstand. Und jetzt, liebe Zuschauer, hier ist Patricia, sie wartet schon ein bisschen. Das ist Stockbetten, Familien. Also ideal für Familien, ja, man hat hier direkt am Eingang das Stockbett für die Kinder und hinten eine riesige Liegefläche für die Erwachsenen. Damit kann man auf jeden Fall sehr, sehr guten Urlaub fahren. Kind Patricia, setz dich doch mal hier an den Kindertisch da oben hin. Denn klar, wenn man da jetzt Fernreisen macht, da könnte man jetzt rausfallen. Aber gut, man kann so vieles. Oder ist es möglich, dass man das noch abspannt oben? Selbstverständlich. Das geht. Ein Netz zu machen geht. Also bei dem einen Kunden, wo wir vorhin uns unterhalten haben, der mit Kleinkind 3 Jahre unterwegs war, der hatte die Klappe allerdings am Heck. Aber da haben wir dann auch nochmal so ein Netz gespannt, dass der Zwerg nicht doch irgendwann nochmal abstürzt.
So, die ist natürlich da oben dicht, richtig? Selbstverständlich. Die Klappe ist dicht, auch staubdicht. Das ist was ganz Wesentliches. Aber wenn ich doch damit hier am Campingplatz stehe und frühstücke und mache die Klappe auf. Dann sitze ich erhoben auf der Terrasse oder auf dem Balkon und werde beneidet. Vor allem, wenn der Untergrund noch ein bisschen nass und schmutzig ist oder irgendwelche Schlangen oder Skorpione hier unten wohnen. Dann sitzt man da oben eigentlich sehr schön. Und wie ist der Ausblick? Ja, fantastisch. So, ich komme gleich mal hoch. Ich denke mal, sie sitzt auf einer Höhe von ca. 2 Meter. Ja, kommt gut hin. Ich habe da was Schönes eingebaut. Das ist wahrscheinlich bei einem Offroad-Reisemobil gar nicht so trivial, ein Gastank. Nein. Wir haben, wie gesagt, wir fahren das Energiekonzept unterschiedlich in Kundenabsprache. Bei dem Modell haben wir einen 200 Liter Dieseltank und haben noch einen 60 Liter Gastank, sodass wir halt heizen und Warmwasser und so weiter halt alles auf 2 Energiequellen machen können. Und wenn ich hauptsächlich nur koche, dann kann ich mit 60 Liter Gas mindestens ein Jahr unterwegs sein. Normalerweise bringt man das deutsche Gas wieder mit nach Hause. Das kann ich nur bestätigen. Ich habe auch einen Gastank plus 2 Flaschen, da ist man flexibel überall. Ja. Und man kann einfach an der Tankstelle tanken, LPG. Richtig, so ist es. Es gibt auch Adapter, das gibt es weltweit, LPG? Weitgehend. Also in China kenne ich 4 oder 5 Gastankstellen, was für China natürlich jetzt nicht gerade flächendeckend ist. Aber wenn ich, wie gesagt, wenn das Hauptenergiekonzept so ist, dass ich wenig Gas brauche, dann komme ich auch ein halbes Jahr China-Reise oder sowas mit dem Gastank locker zurecht. Stefan, komm mal zu mir, wenn ich mal kurz hier hinkniest. Das ist ein Stauraum. Das ist ein Stauraum. Und da dieses kleine Element aus Stahl, das schafft so ein bisschen Vertrauen. Das kleine Element aus Stahl ist ein Bestandteil unserer 3-Punkt-Sicherheitsgurt-Sitzgestelle, okay, die dadurch auf dem Boden der Wohnkabine abgestützt werden. Das heißt, die Crashlast wird also direkt in den Boden der Kabine übernommen. Ihr klebt die Kabine auf die... Nein, wir schrauben. Ihr schraubt. Wir schrauben. Wir haben einen stabilen Zwischenrahmen, gerade im Offroad-Bereich. Basisfahrzeugrahmen, sehr, sehr stabiler Zwischenrahmen. Wir haben ein Aluminium-Gitterrohr im Boden der Wohnkabine. Also unser Boden ist extrem steif und stabil. Und das Ganze ist dann auch nochmal über Einziehmuttern verschraubt. Beziehungsweise an den Ecken haben wir nochmal so richtige Tellerelemente, dass man auch mit 40 Newtonmeter die Kabine anziehen kann. Das ist stabil und verträgt auch eine Verschränkung. So, ich zeig mal, ich mache extra ganz langsame Kamerafahrten mit 50 Bildern pro Sekunde, denn ich weiß, dass die Leute Standbilder machen, sich die ausdrucken und in ein Album kleben. Das heißt, wenn jemand sich so ein Fahrzeug... Ja, ist wirklich so. Also Leute, die sich für so ein Fahrzeug interessieren, schauen sich im Regelfall alle Filme an, machen sich sogar Bücher, drucken sich Sachen aus, zeigen das, damit sie vorbereitet sind. Ja. Das Internet hilft. Das heißt, die Leute sehen das und sie kommen oft schon rein und sind schon gut informiert, oder? Das ist so, ja. Also viele Leute haben sich schon gut erkundigt, alles, was im Internet steht, alle Interviews, die ich jemals gemacht habe, schon mehrfach angeschaut und ja, das ist so. Ja, das Format, was wir machen, das ist recht ausführlich. Ist das, ich glaube, das ist aber wichtig, dass man auch mehr wie 2 Minuten hat oder so 1,30 Journalismus bei so einem Mobil geht nicht. Nein. Also ich finde das hervorragend, was ihr macht. Wie gesagt, ich bin per Zufall ja mal drüber gestolpert, wo mich die Empfehlungsliste von YouTube draufgestoßen hat. Also ich finde das ein sehr, sehr gutes Format. Gefällt mir. Ja, die Idee ist auch einfach, es so spannend zu machen, dass jemand, der sich überhaupt nicht dafür interessiert, aber für Technik, dass der einfach mal sagt, ich bleib da mal dabei, weil man sagt ja so, alles ist, ich sag mal so, roh, alles muss billiger werden. Man findet immer einen, der es noch billiger und schlechter macht. Das hier ist so, dass eure Kunden wollen eine Hilti und kein... Ist es hier eine Hilti? Ja, oder der Mercedes oder was auch immer. Nein, uns ist wichtig, dass es funktioniert und gut ist. Und wenn es 3 Euro mehr kostet, dann nehme ich das gerne in Kauf. Und wenn wir eine Änderung haben, bis zur nächsten Preiserhöhung, tragen wir dann auch diese Änderung. Es muss einfach funktionieren. Wir haben den Vorteil, dass wir klein genug sind, dass wir mit unseren Kunden, die in der Welt unterwegs sind, noch reden. Sollte irgendwo etwas nicht so optimal sein, wird das sofort angepasst und geändert. Die Rückmeldung von den Kunden haben wir. Ja, so ganz kleine Details, wie zum Beispiel, wenn du mal gerade zumachst, bitte. Dass man das mal sieht. Das hätte man, da haben wir schon mal drüber gesprochen bei dem anderen, das hätte man auch mit weniger Schrauben machen können, aber das ist ein deutliches Zeichen. Es ist ein deutliches Zeichen, es muss martialisch ausschauen. Es muss denjenigen, der da rein will, darauf aufmerksam machen, du brauchst hier mehr Zeit.
als bei dem Fahrzeug nebenan. So, und dann lässt man es auch. Man steht ja oft frei mit solchen Fahrzeugen. Ja, also so ein Fahrzeug kann Campingplatz. Ich sage immer spaßeshalber, verträgt auch den Missbrauch als Wohnmobil. Aber das ist ein Fernreisefahrzeug. Das Fahrzeug ist autark ausgelegt und steht normalerweise irgendwo komplett frei oder am Wanderstellplatz, Parkplatz, sowas. Also für alle, die fragen, es gibt ja eine eigene Fangemeinde 4x4, die habe ich kennengelernt in Kalkar. Ja. Die sagen weiße Ware dazu, aber ihr merkt immer mehr und mehr, dass Bimobil-Kunden auch von der weißen Ware auf Bimobil wechseln. Ja. Was ist weiße Ware? Weiße Ware sind die Serienhersteller. Das klingt immer ein bisschen negativ. Nein, ein Serienwohnmobil von den ganz großen Herstellern ist für Europa gebaut. Der ist nicht für Fernreisen und für Rüttelpisten gebaut. Das heißt, denen darf man das nicht einmal vorwerfen. Unsere Fahrzeuge können das von Anfang an. Das heißt, es ist einfach eine andere Spezifikation, eine andere Zielgruppe. Viel Liebe steckt hier drin, das kann man direkt sehen. Lieber Stefan. Viel Liebe, viel Erfahrung, ja. Ja, 223.439 Euro, das ist eine Preisrange. Da habe ich vielleicht eine kleine Eigentumswohnung, die ich mal verkaufen kann, die feststeht, die mir zwar Zinsen bringt, aber mein Gott, ich habe vielleicht ein Alter erreicht, wo ich mal ein bisschen reisen will. Muss man natürlich sagen, wir kommen aus der Nähe von München, für das Geld kriege ich also noch keine Wohnung. Die Preise sind so verrückt. Nein, ein Fernreisemobil auf einem Daily Allrad in dieser Qualitätsgüte kostet so viel. Und die 223, muss man auch ehrlichkeitshalber sagen, ist noch relativ einfach ausgestattet. Wenn ich noch die guten Fenster mache von KCT, wenn ich noch die Elektroanlage, die große, nehme oder sowas. Wir haben diese Fahrzeuge auch schon mit um die 300.000 Euro verkauft. Das glaube ich. Zumal der Werterhalt ist unglaublich. Man bekommt selbst nach 10 Jahren fast das gleiche Geld. Ihr habt mir erzählt von Leuten, die haben noch mehr bekommen, als sie damals bezahlt haben. Ja, bei Mercedes G, EX328, da hat ein Kunde auch noch ein bisschen Geld verdient, hat also mehr bekommen beim Wiederverkauf, als er bei uns gezahlt hat. Also da hatten wir schon eine Wertsteigerung. So, da unten, das ist ein Schutz. Das ist ein Unterfahrschutz, der einerseits gesetzlich vorgeschrieben ist. Ich gehe mal eben rum. Entschuldigung, dass ich durch die Kamera laufe. Gerne. Das ist einfach ein Stahlträger, der direkt am Basisfahrzeugrahmen dran ist. Der ist verschraubt, das heißt, ich habe hier den offiziell vorgeschriebenen Unterfahrschutz. Ich habe aber auch einen Schutz fürs Gelände. Das heißt, wenn ich jetzt mal irgendwo wirklich mich mit dem Böschungswinkel verschätzt habe und rutsche irgendwo über einen Stein runter, dann habe ich mir halt das Rohr verbogen oder verkratzt, schraube ich runter, schraube ein neues hin. Das sind geringe Kosten, das auszutauschen. Das ist wirklich nochmal ein Schutz und richtig schön stabil. Auch für den Offroad-Bereich. So, das hier hinten ist kein Kunststoff, das Riffelblech, oder? Das Riffelblech ist Aluminium. Mach mal bitte. Das ist ein Aluminiumblech. Schön. Der Zwischenrahmen von dem Fahrzeug, den haben wir extra so konstruiert, dass der bis hier rausgeht. Das heißt, wenn ich diesen Deckel hier rausnehme, kann ich hier auch nochmal einen Träger reinschieben, einen Grundträger, wo man dann Motorrad, Fahrrad, Ersatzrad, was auch immer nochmal, also richtig Last hinten drauf bringen kann. Führerschein. Der alte Dreier? Der alte Dreier, C1E, das ist ein 7-Tonner, der C1E geht bis 7,5 Tonnen. Die nach 81 Geborenen, wir lästern immer mit dem Kinderführerschein, die müssen halt den großen Führerschein machen. Der gar nicht so aufwendig ist. Der Nein. C1E ist nicht so schlimm Nein. wie der C, muss man sagen. Nein. Und wenn ich den C ohne Anhänger mache, ist der Aufwand vergleichbar. Ja. Also das ist empfehlenswert und machbar. Und wenn man ehrlich ist, es macht ja auch Sinn, diese Fahrzeugkategorie noch mal gezeigt zu kriegen, wie man damit umgeht. So, wir gehen mal rein. Stockbetten, ja, der Familiengrundriss. Ich kann mir vorstellen, dass wirklich viele da eine Auszeit nehmen und sagen, okay, ich fahre mal ein bisschen, aber da muss man schon das Geld haben. Das heißt also, ich brauche das Fahrzeug ja auch. Und haben die Leute Angst, wenn die so Fernreisen machen? Man hört ja so einiges, oder ist das halb so wild? Nein, Angst haben die nicht. Es gibt überall auf der Welt Idioten, genauso wie hier. Das sind aber ganz, ganz wenige. Nein, es gibt die Menschen in der Welt sind nett. Und wenn man sich entsprechend verhält, ist man überall als Gast willkommen. Ich zeige ja gerade so einen kleinen Einlass von einem Stift. Ja. Die Tür, ich glaube, es macht keinen Sinn, durch die Tür reinkommen zu wollen. Ne? Ist aufwendig. Fenster wäre einfacher. Richtig. Aber die Fenster sind hoch. Das heißt, da komme ich auch nicht mal eben dran. Patricia. Ja. 23 Jahre alt, Radiomoderatorin und Neuling im Bereich Camping. Mal wieder was ganz anderes, aber der Raumschnitt hier, der ist
Ein Traum, oder? Ja, richtig, richtig cool. Ich habe euch ja gerade so, ich hätte euch ja auf den Kopf spucken können, ja, ihr wart ja richtig, richtig klein. Ja. Und als Camping-Novizin muss ich natürlich auch hier das Hochbett oder das Stockbett ausprobieren. Und das ist auf jeden Fall cool, vor allem auch für Kinder. Mhm. Wir haben schon mal kurz über das Design gesprochen. Hier ist jetzt in der Mitte Alu drin, also das heißt so ein Silberdesign mit drin. Und dadurch wirkt das Ganze unglaublich modern. Ja. Das ist ein Ahornholz, was wir haben. Wenn es nach Holz aussieht, ist es auch Holz. Die Ecken sind Massivholz. Die großen Flächen sind Pappelsperrholz mit Echtholzfurnier. Und dann haben wir halt, um es nicht zu eintönig zu machen, diese Aluminium-Applikationen in den Klappen und in den Türen. Das ist also wirklich ein zeitlos und trotzdem modernes Interieur. Das wäre dein Bett, oder? Da hinten so eine kleine Koje mit Fensterchen. Das wäre mein Bett. Vor allem, man hat auch hier noch einen Schrank. Also ich habe jetzt auch hier... Oh, einen Schrank? Ja. Die Schränkchen? Kann ich dann so meine deine Switch kannst du reinmachen. Genau. Oder deine Bravo. Nee, das gibt's ja alles nicht. Ich glaube, die Bravo gibt es noch, aber ich lese die bestimmt schon Jahre nicht mehr. Das ist aber von der Länge her, wenn du dich mal kurz reinlegst und vielleicht die Füße nicht mal ganz. Das Bett ist lang? Das Bett ist etwas über 1,80. Okay, das heißt, da könnten auch vier Erwachsene fahren. Da können auch Erwachsene drin schlafen. Und wenn jetzt so richtig groß gewachsene rein müssen, haben wir die Möglichkeit, den Küchenblock etwas kleiner zu machen, dass man auch bis zu 2 Meter Betten macht. Ja, es soll ja auch Leute geben, die gerne auseinander schlafen. Also die sagen, der eine schläft hinten, der andere schläft vorne. Das kann man dann machen. Das, was dann so unter der Hand irgendwann gesteckt wird, aber das Schnarchbett ist durchaus ab und zu mal ein Thema, ja. Oft abhängig von dem Rotwein am Vortag, habe ich mir sagen lassen. Ja, gibt auch so Gerüchte, andere sagen, Männer schnarchen nicht. Also. Genau, hier vorne habe ich dann die wichtigste Elektronik direkt am Eingang. Richtig. Das ist von Votronic, das Panel, wo ich einfach den Ladezustand der Batterie habe, Füllzustand vom Wasser, Innen- und Außentemperatur, ja. Jetzt sieht man, dass wir in der Wohnkabine 21 haben und draußen 20 Grad. Ich mag das total, ist so einfach. Man kriegt die in dem großen Segment, kriegst du sowas nicht mehr. Da ist alles Display und Plastik. Nein. Und es muss einfach sein, redundant sein, robust sein. Ja? Das ist die Bedienung von der Truma-Heizung. Und je mehr Technik drin ist, desto mehr Platz haben wir hier natürlich verbraucht. iNet Ready, das ist ganz sinnvoll. Da ist, glaube ich, eine SIM-Karte drin, da kann man von außen schon mal die Heizung starten. Also iNet Ready heißt, es ist vorbereitet. Wenn der Kunde dann sagt, er nimmt dieses iNet-System, kann man halt über das Mobilfone schon mal Heizung steuern, gucken, wie warm es in der Wohnkabine ist. So, das hier erinnert mich an diesen Kinderstuhl, den ich habe. Ich habe so einen Kinderstuhl, den man, ich glaube, vererbt schon seit 500 Jahren. Mhm. Trip-Trap, ich weiß nicht, ob du den kennst. Kennt jeder. Kennt jeder. Und das hier erinnert mich direkt an Trip-Trap. Ja. Der geht nicht kaputt, der Trip-Trap. Den kriegst du nicht kaputt. Nein, der wird vererbt, ja. Ich glaube, ich habe einen von 82 oder so. Und der ist auch noch kompatibel. Das macht schon, es ist alles hier so, wie soll ich sagen, unglaublich belastbar, oder? Ja, und es ist auch relativ offen. Also wenn ich dann hier mir was gekocht habe in der Küche, kann ich mit der ganzen Familie da sitzen und habe eine super Aussicht. Es ist quasi, wie wenn man draußen sitzen würde. Frühstück oder Abendessen auf der Terrasse. Auf der Terrasse, Balkon, ja, das haben wir noch gar nicht gezeigt. Mensch, ich habe gesagt, 11 Minuten pro Fahrzeug, ja. Wir haben um 2 den nächsten Termin. Ich glaube, den müssen wir ein bisschen nach hinten verschieben, denn ich könnte den ganzen Tag bei dir bleiben. Wir drehen mal die Videos für euch, damit ihr, die nicht kommen konntet, einfach mal seht, wie toll diese Fahrzeuge sind. Ich nehme mal an, ihr habt mindestens einen Ingenieur bei euch beschäftigt. Ja, mehrere Ingenieure bei uns. Ingenieurskunst aus Deutschland, jetzt kann man es ja sagen. Und ihr habt ganz viele Meister. Wir haben ganz viele Meister. Wir haben also pro Gewerk auch jeweils einen Meister und ganz viele Spezialisten. Für die Elektrik, für den Möbelbau, für die Schreinerei, für den Metallbau und so weiter. Also viele Gewerke und wirklich viele Spezialisten. Das heißt, ihr könntet auch natürlich ein Haus bauen. Gut, das hier ist ein Haus. Das ist eine Immobilie, keine Immobilie. So, und hier vorne habe ich dann den Alkoven, der aber überhaupt nicht sichtbar ist. Das heißt, man hat hier so gar nicht das Gefühl, man ist in einem Wohnmobil, sondern man hat das Gefühl, man ist in einer Wohnung, in einer kleinen Apartment. Macht das extrem offen, ja. Ja, dieses Tiny House, das ist ein Tiny House auf Rädern, ja. Das ist alles drin, was man braucht. Ich glaube, wenn das jetzt jemand sieht, der jung ist, so ein Student und so und sowas sieht, es gibt ja viele Leute, die sich so Bilder in den Kopf setzen, die sich später mal erreichen möchten, ja. Mhm. Das ist schon gerade bei Leuten, die selbst ausbauen und das hier sehen, mit wie viel Liebe das gemacht ist, die ja dann jahrelang in ihrem Fahrzeug bauen,
Das ist perfekt, oder? Das heißt, ihr habt es geübt jetzt wie lange, wie viele Jahre? 43 Jahre gibt es uns jetzt. Wir haben also sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt. Wir sind ganz langsam gewachsen, also nicht irgendwo explodiert. Das heißt, hier steckt einfach unglaublich viel Erfahrung und Handwerkskunst drinnen. Und wir haben langjährige Mitarbeiter, die 15, 20 Jahre schon dabei sind und einfach immer noch gerne die Reisemobile bauen und auch die Kundenwünsche verstehen und entsprechend reagieren können. Also das ist schon ein tolles Arbeiten bei uns. Macht mir richtig Spaß. So, jetzt nochmal so eine Frage, wo du sagen kannst, wie geht Hubstützen? Ist das möglich? Hubstützen? Ja. Natürlich geht das. Das geht? Macht aber im Allradbereich wenig Sinn, weil ich dann die Stempel nach unten habe, wo ich im Gelände sicherlich irgendwann einmal hängen bleibe. Okay. Das heißt, aber bei den Sprinter-Allrad oder bei den Nicht-Allrad-Fahrzeugen haben wir natürlich Hubstützen eingebaut schon. Ich frage nämlich deswegen, also ich mache Videos über Highbike und die haben ein Fahrrad für 10.000 Euro, was Leute kaufen, die damit auf dem Leinfahrt einfach mal spazieren fahren. Ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere das hier richtig cool findet und sagt, das ist mein Auto, ich fahre aber gar nicht groß Offroad, sondern ich brauche Hubstützen. Da bist du auch nicht böse dann und sagst hier... Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wobei wir als Firma Bimobil natürlich einen extrem hohen Anteil haben von Leuten, die tatsächlich unterwegs sind. Sehr wenige, die sich den Wunsch oder den Traum erfüllt haben, ohne wirklich das Fahrzeug, wir sagen immer, artgerecht zu halten. Tja, sagst du schön. Der Tisch, guck mal hier. Patricia, komm mal hier. Das ist... Ja, wir haben schon drüber gesprochen, ihr habt Handwerker als Kunden, die sehen das, mit wie viel Liebe ihr den Tisch hier verarbeitet habt, die Platte. Das heißt, die verzieht sich kein Fatz, oder? Nein, das ist hochwertige Möbelschreinerei, ja. So, der ist auch verstellbar, hier kann ich schlafen drauf? Ja, selbstverständlich. Man kann die Sitzgruppe nochmal umbauen. Also das Fahrzeug hat 4 Sitzplätze mit Gurt in der Wohnkabine, 2 vorne. Das heißt, ich kann zu 6 fahren. Wenn ich hier die Sitzgruppe umbaue, kann ich auch zu 6 schlafen. Zu 6 Sitzen ist eng. Ja. Wir haben hier die Möglichkeit, nochmal die Sitzbank zu verbreitern über den Klappsitz. Das heißt, dann kann man auch zu 6 sitzen. Also das Fahrzeug ist perfekt für 4 Personen, auch mal für ein verlängertes Wochenende zu 6 zu nutzen. Oh, ich könnte mir auch vorstellen, das ganz allein zu nutzen, wenn ich ganz ehrlich bin. Denn das klappt auch wunderbar. Das klappt auch wunderbar. Das Schöne ist, man hat sich face-to-face hier gegenüber. Ist natürlich auch für jetzt eine Geschäftsbesprechung, die man mal hat, ist das ganz toll. Und da, ja, das ist das kleine... Ich sag mal so, das kleine Highlight hier ist dieses Fenster, was sich öffnet. Das habt ihr schon länger? Das haben wir seit über 40 Jahren. Große Seitenklappe, große Heckklappe haben wir in den Pickups, haben wir eigentlich in allen Modellen. Ja, zumal man auch was einladen könnte, was ganz Großes. Ja, ja, das ist gar nicht so falsch gesagt, wenn man was nicht durch die Tür kriegt. Auch das haben wir schon, klar. Große Heckklappe und dann hat ein Kunde auch schon mal Motorrad hinten reingeschoben. Möbelbau, wenn du mal kurz hier aufmachst bitte, Patricia. Ich verweise übrigens auf die anderen Videos, wo wir das alles nochmal im Detail zeigen. Guck mal da, wie süß dieser goldene, dieses goldene kleine Scharnier mit dem Dämpfer. Ist das ein Dämpfer, der drin ist? Das ist ein Dämpfer, ja. Ein Federdämpfer. Genau, wenn du mal gerade deinen Finger daneben hältst von der Größe. Auf das Scharnier werden wir oft angesprochen, ob das denn hält. Ja. Ja, es hält. Absolut. Seit vielen Jahren. Ich muss da nichts Schwereres reinbauen. Es funktioniert einfach. Wir waren letztes Jahr in Russland und sind auf die kluge Idee gekommen, den schwierigen Trail auszuweichen und sind einen alten Bahndamm gefahren, wo zwar die Gleise nicht mehr da waren, aber die Bahnschwellen. Das gehört zu den blödsten Ideen meines Lebens. Wenn Sie dann anderthalb Tage Bahnschwellen fahren, das Auto vibriert, das kann man sich nicht vorstellen. Es ist nichts kaputt gegangen. Also da kann ich die Hand für ins Feuer legen, das hält. Du hast ein Video gedreht darüber? Wir haben viel Filmmaterial, ich bin aber noch nicht dazu gekommen, da was zu machen. Es gibt aber schon ein schönes Video im Internet, was Bahnschwellen geht. Heißt nicht Bahnschwellen, ist von Joyride über die Polartour in Russland, ja. Stark, ja, hier ist der Kühlschrank, der richtig gut funktioniert, denn er hat wie zu Hause einen Kompressor mit drin, ja. Das heißt nicht über Gas oder so. Der ist sehr, sehr verbrauchsarm. Ist verbrauchsarm, wenn ich eine sinnvolle Solaranlage droben habe, kann ich alleine über Solarenergie meine Vorräte kühlen und ein Kompressorkühlschrank dieser Bauart, dieser Güte, macht halt eine absolute Temperatur, bis er die Leistungsfähigkeit erreicht hat. Das heißt, Außentemperatur über 40 Grad kriege ich hier meine normale gewünschte Kühltemperatur auf jeden Fall hin. Ja, große Schränke,
Was auch schön ist beim Alkoven, die Stehhöhe wird nochmal erweitert im Bereich hier, im Endbereich der Küche. Du bist jetzt wie groß bist du? Ich bin 1,73 plus ein bisschen Schuhe, also ich stehe jetzt gerade so mit 1,75, denke ich. Was ist denn mit Leuten, die 2 Meter groß sind? Gibt es da eine Lösung? Ja. Entweder die chirurgische Lösung, die wird aber selten genommen, oder wir machen einfach, ziehen das Dach gerade durch, ja. Dann kann auch ein 2 Meter Mensch hier stehen. Die Gesamthöhe hier von dem Fahrzeug? 3,50, 3,55, je nach Reifengröße. Okay, da wäre noch Luft nach oben. Da ist noch Luft nach oben, ja. Ach Stefan, jetzt dachte ich, jetzt hätte ich alles gesehen. Und ich habe ja mit den Leuten schon gesprochen, die das fahren. Und jetzt kann ich so langsam verstehen, dass hier ist, also wenn ich Liebhaber bin von Porsche, also das Fahrzeug gehört ja auch mit zur absoluten Elite, was Ingenieurskunst angeht. Ja. Man kann das durchaus vergleichen. Das heißt, alles ist in Perfektion. Ja, wie gesagt, über viele Jahre gewachsen, eigene Erfahrung, Erfahrung unserer Kunden, die hier mit reinfließt. Das ist alles ausgereift und bewährt und funktioniert wirklich. Ja, ihr stellt euch dieser 4x4-Branche ja. Das heißt, dort seid ihr ja einer der ganz beliebten Hersteller. Wenn ihr die Fahrzeuge zeigt, ist das hier schon ein klein wenig die Referenz, wie man es perfekt machen kann? Gut, da bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner. Ich für mich sage natürlich ja. Wie der Mitbewerb das sieht, weiß man ja. Nein, wir gehören hier sicherlich zu denen, die als Referenz funktionieren und wo man schaut. Die das gut machen können. Isolation. Ich habe mir ein Buch gekauft, wie baue ich mein eigenes Wohnmobil. Ja. Da habe ich nicht mal schlecht gestaunt. Kältebrücken für Leute, die sich nicht auskennen. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was du machen kannst. Und da muss von innen isoliert werden. Das muss perfekt gemacht werden. Ja. Ansonsten taut es direkt, oder? Richtig. Also wenn ich Kältebrücke gibt es physikalisch ja nicht. Das ist eine Wärmeleitung. Sprich, die Wärme der Wohnkabine wird abgeleitet. Und ich kriege dann Temperaturen drunter, dann kommt noch das Thema Taupunkt und Feuchtigkeit und Lufttemperatur dazu. Und das Problem ist, wenn ich den Taupunkt erreiche, kriege ich Kondensfeuchtigkeit. Den Taupunkt kann ich unter widrigsten Umständen schon bei 16 Grad erreichen. Sprich, es kann passieren, dass ich Taufeuchtigkeit, Kondensfeuchtigkeit habe, obwohl es eigentlich warm ist. Da muss man sehr gut aufpassen und wissen, wie man es macht. Aber ich denke, wir haben das bei den Modellen gut im Griff, sodass wir keine Kondensfeuchtigkeitsprobleme haben bei uns. Reparaturen. Ihr habt alles so gemacht, dass man überall möglichst gut rankommt. Also normalerweise geht nichts kaputt. Selbstverständlich kann mal irgendwo ein Unfall passieren. Und es ist ganz wichtig, dass ich auch mit einer einfachen Reparatur irgendwo in der Welt weiterkommen. Es darf nie passieren, dass die Reise zu Ende ist. Es darf mal was kaputt gehen, aber es darf nie das Ende der Reise sein. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Ja, ich spreche jetzt auch von Bauteilen, die ihr verbaut habt. Man kommt überall ran. Man kommt ran, man kann sie nachschicken in die Welt, man kann sie austauschen. Wenn ich irgendwie einen Handwerker in der Welt finde, der mir ein bisschen hilft, dann kann man unglaublich viel machen. Warte mal gerade, wenn du mal so lieb bist, oben nochmal aufmachst. Ja. Mach mal auf und mach mal zu. Bitte einmal schließen. Nochmal bitte. Etwas fester. Fumm macht's. Das heißt, das ist glaube ich der Grund, warum nichts klappert, oder? Ja. Schubläden haben wir mit Softeinzug. Die Klappen sind nochmal ein bisschen über den Gummi abgefedert. Ja. Wo denn? Hier haben wir ganz kleine Gummis drin, so Silikonnoppen. So dass die Ahornleiste ganz, ganz leicht verspannt ist. Ich drücke also hier ein bisschen dagegen in die Biegung rein. Ja gut, wenn ich ja stehe, bleibt es ja auf. Also das heißt, ich kann es entziehen, das ist nur die Sicherung. Also dieses klapperfrei. Ich bin mit meinem eigenen Reisemobil schon öfters hier hinten gefahren. Meine Frau die Langstrecke gemacht, ich habe mich hinten reingesetzt zum Arbeiten. Es ist wie im Büro oder wie im Zug. Man sitzt hier hinten drin, hat eine Aussicht, kann in Ruhe ein paar E-Mails beantworten. Das ist fantastisch. Ja, vorne darf es offen bleiben. Es muss, glaube ich, sogar offen bleiben. Wenn hier jemand sitzt, muss offen sein, ja. Also die Sprechverbindung zum Fahrer muss gewährleistet sein, sprich ich lasse einfach offen. Wir haben stabile Magnet-Türstopper. Das heißt, wenn ich die Tür aufmache, die bleibt auch offen. So, und das ist der Blick auf euren Stand. Ja. Investitionen in den Stand ist natürlich nicht unerheblich. Das Ganze kostet Geld, aber man muss das zeigen, denn ich sag mal, ich habe hier die Möglichkeit, unter perfekten Bedingungen die Fahrzeuge zu präsentieren. Jetzt
Auf dieser Messe kommen weniger Leute, weil das Sicherheitskonzept ja 20.000 Personen vorgesehen hat. Wir sind an einem Freitag am Drehen. Normal ist hier die Hölle los in Dosen. Trotzdem sagt ihr, ihr seid außerordentlich zufrieden. Es sind die richtigen Leute, die kommen. Es sind die richtigen Leute, sagen wir mal. Die Leute, die nur statt Zoo mal auf die Messe laufen, weil das Wetter schlecht ist, die kommen nicht. Man muss ja auch die Tickets vorbuchen. Also hier kommen nur Leute, die echtes Interesse am Thema Reisemobil haben und entsprechend vorgeplant haben. So. Und die Videos machen wir natürlich für den Rest. Das ist so, denn ich kann mir vorstellen, dass viele sich das auch mal gerne angucken, einfach mal so, um mal zu sehen, wie man sowas baut. Denn der ein oder andere, der baut schon mal einen Volkswagen aus und der das sieht. Ich glaube, wenn man sieht, wie genau das gemacht ist, dann könnte man von dem Selbstbauprojekt unter Umständen Abstand nehmen. Denn wenn man den Gesamtpreis sieht. Also selber bauen ist nicht billiger. Bis ich die ganzen Materialien gekauft habe, wenn ich die Zeit investiere. Wenn es Hobby ist, habe ich überhaupt kein Problem. Wenn jemand sagt, ich habe das Geld nicht, muss man sagen, Vorsicht, Selbstbau ist nicht billig. Ja, ich kauf alle Materialien zum Endverbraucherpreis ein. Ich sag immer, geh lieber arbeiten, verdien das Zusatzgeld mit Überstunden. Hast du mehr davon, als hier selber zu schrauben. Der Schrank, darf ich den mal sehen? Selbstverständlich. Ich nehme an, es ist ein Schrank. Da hat man richtig viel Platz. Also da kann man wirklich monatelang auf Reisen gehen oder wirklich sogar drin wohnen. Man hat auf jeden Fall genug Stauraum. Schön ist die Klappe da unten, wenn die mal gerade aufmachst, bitte. Was da drunter? Ja. Nochmal ein bisschen Stauraum. Und mal fallen lassen. Das kann ich den ganzen Tag hören. Da vorne so ein kleines Detail. Da dieser Verschluss, der sieht aus wie eine... Zugriff im Keller. Ja, Zugriff im Keller, klar. Aber zeig mir mal den Verschluss mal en Detail. Ich will den mal sehen. Der sieht aus wie eine Rolex. Irgendwie das Edelstahl? Das ist ein Edelstahl-Muschelgriff, ja. Wo ich hier den Ring rausziehe. Und dann habe ich die Klappe. Ach, ist der schön. Also das ist wahrscheinlich... ihr habt den schon sehr lange, den Griff? Den haben wir schon lange, ja. Der wird von uns eingefräst hier. Was macht denn selber? Das machen wir selber. Den Deckel machen wir selber. Nein, der ist zugekauft. Ja. Aber dass man den so sauber einfräst und das wirklich spaltfrei ist, da muss man schon... Die Spaltmaße, ich muss das mal zeigen. Das heißt, ihr sägt das ja nicht von Hand. Das sind wahrscheinlich Hightech-Maschinen, die das... Das läuft über die CNC-Fräse, ja. Das ist auch eine Revolution. Das hattet ihr damals noch nicht? Das hatten wir damals noch nicht, nein. Also viele Sachen, die inzwischen so... genau sind, waren früher halt mit extrem viel Aufwand und Zeit zu machen oder in der Genauigkeit nicht zu machen. Ja. Ja, CNC-Technik hat auch den Vorteil, ihr könnt die Grundrisse natürlich reproduzieren. Das ist auch das Tolle. Das heißt, dadurch wird diese ganz hohe Qualität immer bezahlbarer. Ich weiß, 300.000 Euro, du hast es eben gesagt, das ist viel Geld. Bei 300.000 Euro für das maximal ausgestattete Fahrzeug dieser Art gilt. Luftfederung ist hier drin? Nein. Nicht. Luftfederung würde ich im Offroad-Bereich auch nicht empfehlen. Im Straßenbereich ist eine ganz, ganz tolle Sache. Im Offroad-Bereich, wenn ich mir mal irgendwo einen Ast einfange in der Luftfeder, dann ist die Federung komplett weg. Also eine 100% Luftfederung ohne, also eine zusätzliche Luftfederung ist okay. Aber wenn ich nur über Luftfeder und ich mir den Balk zersteche, dann stehe ich. Und das haben wir ja eben besprochen, das darf nicht passieren. So, hier kann ich zumachen. Das ist so ein kleines bisschen wie in der First Class oder zumindest mal in der Business Class. Wobei liegen ist First Class. Ja, liegen ist First Class. Uns ist wichtig, dass die, wenn Kinder dabei sind, auch wenn Kinder Jugendliche sind oder meine Tochter ist jetzt 18, auf den Messen ist sie mit dabei und so, dass man einfach sagt, das ist ein bisschen Intimsphäre. Man kann sich zurückziehen. Im Pubertätsfall kann man auch mal irgendwo einen Streit aussitzen. Also, dass jeder einfach sagt, ich bin mal kurz weg, ist im Familienurlaub was ganz Wesentliches. Gibt es die Möglichkeit, dass man hier noch eine Tür haben kann, um das abzutrennen, den hinteren Schlafbereich? Wir machen einen Alkovenvorhang. Wegen der Temperatur haben wir kein Thema. Hier ist überall warm. Ich sag nur, wenn jetzt einer sagen möchte, ich möchte mich komplett vereinzeln, auch entsprechend akustisch. Das heißt, wenn ihr fragt, ihr habt eventuell eine Möglichkeit, um das zu machen? Kann man machen, aber ist eigentlich noch nicht vorgekommen, weil die Köpfe maximal weit auseinander liegen. Das heißt, wenn im Stockbett einer schläft, kriegt er eigentlich eventuelle Geräusche aus dem Vorhang mit zwei Vorhängen dazu. Mhm. Da kommt nichts mehr durch. Das Thema Schallisolierung, das heißt, ich stehe jetzt hier schön in Düsseldorf auf dem P1,
Du weißt, was hier fliegt. Im Moment geht's. Flugverkehr ist minimal. Aber wie ist das innen, wenn hier alles zu ist? Das Sicherheitskonzept sieht ja vor, ihr müsst alle Fenster öffnen oder nahezu alle. Richtig, ja. So, ist das leise drin hier? Relativ. Also eine Sandwichplatte ist ja sehr leicht und damit kein guter akustischer Dämpfer. Da bräuchte ich die Masse. Also ein Flugzeug, was hier in Düsseldorf gerne mal gefühlt 5 Meter übers Reisemobil geht, das ist schon sehr laut. Aber ansonsten durch die Höhe und durch die Möbel, die wir haben, also wenn Leute draußen vorbeilaufen, das ist auf keinen Fall störend. Und selbst die Übernachtung an der Autobahnraststätte ist kein Thema. Wie lang ist das Fahrzeug nochmal? 6,70 Meter. 6,70 Meter. Trotzdem schafft ihr es, zwei Sachen zu machen. Eine ganz große Platte plus ein Riesenfenster in der Küche. Ja. Das ist ja auch ein Bereich, man kocht ja auch gerne. Hier kann ich denn noch Sachen abstellen, die ich habe. Und ich kann die wirklich richtig nutzen. Ihr habt ein ordentliches Waschbecken drin, da kriege ich auch mal einen Pizzateller rein. Ja, ganz wichtig. Gut, wer so unterwegs ist, wer Langzeitreisen macht, gehen wir davon aus, dass auch wirklich hier gekocht wird. Viele nehmen das ja auch sehr ernst. Das heißt, man kauft auf den Märkten ein, da gibt es viel Frisches, Salate und auch, Co. Auch. Gerade wenn ich im Ausland bin, ich bin neugierig. Ich will doch wissen, wie die Leute essen, was es da gibt. Ich kaufe auch mal irgendwas, wo ich nicht weiß, was es ist, aber ich sehe, dass man es essen kann und probiere es aus. Es macht Spaß. Mensch, da hat er ein Stilbruch hier, die Armatur. Die ist ja fast zu schön für Bimobil. Ja, aber das ist eine massive Bartür. Also die verträgt dann auch mal einen schönen Griff. Ja, auch da, den kann man natürlich wählen. Und hier ist mal wieder das Konzept mit der Trenntoilette. Am besten mal, wir werden noch ein Trenntoiletten-Video drehen. Also für Leute, die es nicht wissen, geht los ab 400 Euro als tragbare Version, muss man sagen. Das ist eine Fixversion, nicht ganz billig. Ich glaube, kostet weit über 1000 Euro. Mhm. Allein die Toilette ohne Einbau und funktioniert tadellos. Einwandfrei. Ich habe die seit 3 Jahren bei uns drin. Und ohne Chemie? Ohne Chemie, absolut. Ist einfach zu entsorgen, überall in der Welt zu entsorgen. Ich tue der Umwelt nichts Böses. Also. Der Klaus Hühnerkopf hatte ein Fahrzeug dabei, das war überhaupt nicht ausgebaut. Er hatte eine Trenntoilette drin, die hat er einfach nur reingestellt und ist dann mit dem Eimerchen vorne entsorgen gegangen. Pipi weg. Ja, ja. Das geht. Das geht. Das ist witzig. Und da habe ich das erste Mal gesehen, habe ich gedacht, was ist das denn? Ja, er trägt das Pipi spazieren, hat er gesagt. Ja. Die richtigen Fans, ich glaube, dass sich das langfristig vielleicht sogar durchsetzt, oder? Also bei uns ja. Also wir nähern uns, ich gehe davon aus, dass wir irgendwann in der Richtung von 90-95% sind, die Trenntoilette wollen. Man kann sich das ja gar nicht vorstellen, dass hinten, ich sag mal, das Kaka nicht riecht. Nein, das ist in diesen Kokosfasern, in den aufgelösten, wird einmal schnell durchmischt und die Kokosfasern ziehen die Feuchtigkeit. Das ist noch ein Lüfter, der ständig laufen muss, das ist ganz wichtig. Und wenn ich dann den Eimer ausleere, es riecht eigentlich nach Kompost, nach Erde. Völlig harmlos. Frischer Erde, haben mir die Leute gesagt, ja. So, das ist die Sicherheitsdurchsage, die gerade durchgeht. Dann gehen wir am besten mal raus. Und ein interessantes Detail, die Duschwanne habt ihr selbst gebaut? Ja, also nicht selbst gebaut, die lassen wir vorfertigen, aber auch wieder nach unseren Maßen. Zwei Ablässe. Das ist genial, das wünscht man sich. Im Gelände stehe ich eigentlich selten gerade. Das heißt, wir hoffen, dass einer von den beiden dann auch das Durchwasser wegkriegt. Sehr schön. Ja, ich war ja entsprechend bei Vario Mobil und da habe ich das Gefühl, das ist die gleiche Schmiede für Luxusfahrzeuge, auch was die Qualität angeht. Ich denke, das kann man so sehen, ja. Ja, und das hier ist jetzt ein anderes Segment, das kann man ganz klar sagen. Da unten ist eine Stufe, die bleibt so, ist sie fix? Die bleibt so, das ist, dass die Bewohner des oberen Stockbettes auch sinnvoll hochkommen. Und es war intuitiv, die Patricia hat die Stufe gleich gefunden, gell? Ja, richtig. Sehr schön. Ich glaube, so muss es sein und da ja auch selbst mit den Fahrzeugen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ihr fahrt selber mit den Dingern rum. Ja, also diesen Grundriss fahren wir selber. Wir haben nur hier statt dem zweiten Stockbett Käfig für unsere 2 großen Hunde. Das heißt, hier ist Platz von der Tochter, die jetzt erwachsen ist. Hier die 2 großen Hunde. Das ist genial, oder? Das ist ein genialer Grundriss. Ja, stark ist auch einfach durchwischen. Das ist natürlich auch toll. Ich kann also
Wichtig, wenn ich Offroad unterwegs bin, wenn ich mit Hunden unterwegs bin, wenn Kinder vom Strand wiederkommen, die sind halt einfach dreckig. Man selber ist dreckig. Mhm. Ich sage immer, ich muss reinkommen, mir die Hände aufwärmen und dann die Schuhe rausziehen. Wenn ich mich ausziehen muss, um rein zu können, ist es nicht das, was ich will. Ich habe übrigens, ich habe einen 200-Liter-Tank. Hier sind, glaube ich, auch 200 Liter drin. Hier sind 200 Liter, genau. Ja. Ich habe jetzt mal bewusst den vollgetankt am Anfang, habe geduscht. Und der Tank ist noch dreiviertel voll, weil ich mal ganz bewusst etwas länger geduscht habe, aber ganz intensiv. Also ich habe es ausgemacht, das Wasser, habe es nicht laufen lassen. Ich denke, dass man auch mit einer Familie mit 200 Litern, wenn man sich ein bisschen einschränkt, schon weit kommt, oder? Also mit meiner Frisur komme ich mit 5 bis 10 Liter zurecht. Wenn man noch richtig Haare hat, 15 Liter. Mhm. Und dann hat man aber schon gemütlich geduscht. Und wenn es so richtig das Wasser knapp wird, eine Körperreinigung mit 5 Liter geht. Was mir auffällt, ist, ihr habt fast nie einen Fernseher drin, hier in euren Ausstellungsfahrzeugen. Wir haben doch große Fenster und gucken in die Ferne. Du bist goldig. Der Stefan Christner und seine Frau, der Vorname deiner Frau? Sabine. Die Sabine. Ja, wenn du mal noch ganz kurz vorgehst, ich muss das Fahrzeug nochmal von außen zeigen. Ja, gerne. Denn es ist etwas steiler, der Handlauf fehlt. Das heißt, man sollte gut zu Fuß sein, um diese Treppe zu erklimmen, oder? Oder einen Handlauf bestellen. Den gibt's. Kann man machen, wenn man das möchte. Also ein absolutes Traummobil, wie es hier ist, mit Gastank. Das ist noch lange nicht das Maximum. Wie kommt das an, der Iveco, bei euren Leuten? Sehr gut. Es ist einfach ein extrem flexibles Fahrzeug und das ist das, was unsere Kunden wünschen. Optisch muss ich ehrlich sagen, sieht er viel schärfer aus wie der Mercedes-Benz, ist aber auch ein anderes Fahrzeugkonzept. Das hier ist es eine Stufe höher, das ist ein richtiger LKW. Das ist richtig LKW, ja. Das ist ein 7-Tonner, wenn man unten drunter schaut, das ist LKW-Technik. Hinten mit Blattfedern und entsprechend stabilem Leiterrahmen, also das ist ganz klassische LKW-Technik, die hier verbaut ist. Ist wahrscheinlich auch schon passiert, dass Iveco ganz stolz war auf eure Mobile und die auch schon mal abgebildet hat, ja. Denn ich sag mal, wenn man sowas baut, ja, da besteht durchaus ein Bilderaustausch, ja. Stefan, wenn ich jetzt Interesse habe bei euch, ich kann dich anrufen, du bist nahbar für die Leute? Ich bin nahbar für die Leute, also die komplette Beratung macht mein Vertrieb, aber wenn irgendwas ist, ich komme natürlich gerne dazu. Genau, macht der Vertrieb und ruhig mal. Wie ist das vorstellbar bei euch? Habt ihr auch einen Ausstellungsraum oder ist das eine reine Werkstatt? Stehen da Fahrzeuge draußen, die ich mir angucken kann? Habt ihr einen Vertrieb? Habt ihr Händler? Wir haben einen Händler in Elmshorn, einen Händler in der Schweiz, noch ein paar nicht so aktive Händler im Ausland, wie zum Beispiel Russland. Hauptsächlich verkaufen wir bei uns vom Werk aus. Wir haben einen Vertrieb und wir haben Ausstellungsfahrzeuge. Momentan haben wir, glaube ich, 13 Fahrzeuge zum Anschauen. Mehr oder weniger alle Modelle stehen auch bei uns. Wenn ich ein Fahrzeug bereits habe, kann ich das in Zahlung geben bei euch? Oder ist das schwierig? Also wenn es ein Bimobil ist, jederzeit. Ein Nicht-Bimobil müssten wir weitergeben, weil wir keine Laufkundschaft haben. Also macht in der jetzigen Zeit aber auch überhaupt keinen Sinn. Die gehen weg wie warme Semmel. So ist es. Alle Reisemobile. Ja, Stefan Christner, Bimobil von Liebe GmbH. War das schwer, den Namen eingetragen zu kriegen? Das ist von meinem Onkel, der Firmengründer. Das war der Raimund von Liebe. Ach, der hieß von Liebe? Das ist der Raimund von Liebe. Und von dem habe ich die Firma übernommen. Also eine Familienübergabe und bleibt Familienbetrieb. Er ist noch im Leben, der Onkel? Ja, ja. Ist er stolz? Ist absolut stolz. Und übernächste Woche geht er wieder auf Tour. Vielen Dank, Christian. Stefan, nicht Christian. Tschüss.